is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der prophezeite Elia. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Er soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Alle, die den Weg für die Wiederkunft Christi bahnen sollen, werden durch den treuen Elia dargestellt, so wie Johannes im Geist des Elia auftrat, um dem ersten Kommen Christi den Weg zu bereiten. Das Werk Johannes des Täufers und die Aufgabe derer, die in den letzten Tagen im Geist und in der Vollmacht Elias vorangehen, um die Leute aus ihrer Apathie aufzurütteln, gleichen sich in mancher Hinsicht. Sein Werk ist ein Vorbild des Werkes, das in diesem Zeitalter getan werden muss. Christus soll zum zweiten Mal kommen, um die Welt in Gerechtigkeit zu richten. Johannes trennte sich von seinen Freunden und von einem bequemen Leben. Seine einfache Kleidung, ein Gewand aus Kamelhaar gewebt, war der Extravaganz und zur Schaustellung der jüdischen Priester und des Volkes im Allgemeinen ein ständiger Vorwurf. Seine rein vegetarische Kost, die sich aus Johannesbrot und wildem Honig zusammensetzte, wirkte als Verurteilung der Befriedigung der Esslust und der Schwelgerei, die überall herrschte. Das Gespräch über das große Thema Lebensreform soll kräftig angeheizt werden. Das öffentliche Bewusstsein muss aufgerüttelt werden. Mäßigkeit in allen Dingen soll mit der Botschaft verbunden werden, um das Volk Gottes von seinem Götzendienst, seiner Ess- und Genusssucht und seiner Extravaganz in der Kleidung und sonstigen Dingen wegzubringen. Die Bereitschaft zum Verzicht, die Bescheidenheit und die Mäßigkeit, die von den Gerechten gefordert wird, die Gott besonders führt und segnet, soll den Leuten als Gegensatz zu den teuren, die Gesundheit schädigenden Gewohnheiten unseres degenerierten Zeitalters gezeigt werden. Gott hat gezeigt, dass die Gesundheitsreform mit der dritten Engelsbotschaft genauso eng verbunden ist wie die Hand mit dem Körper. So wie Johannes der Täufer sie auf die 10 Gebote aufmerksam machte, so sollen auch wir die Botschaft nicht mit einem undeutlichen Ton verkündigen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Mit dem Ernst, der für den Propheten Elia und für Johannes den Täufer kennzeichnend war, sollen wir danach streben, den Weg für Christi zweites Kommen zu bereiten. The Lord.